Gestern Abend gab es noch eine sehr unschöne Nachricht. Und zwar ist eine Boeing 767-300, der Atlas Air, ein Frachtflugzeug mit drei Menschen an Bord im Anflug auf Houston in Texas, abgestürzt. Alle wichtigen Infos, die es zum aktuellen Zeitpunkt dazu schon gibt, fasse ich euch jetzt einmal zusammen. Und damit hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich hoffe, es geht euch gut. Atlas Air ist eine große amerikanische Charterfluggesellschaft. Die betreiben zum aktuellen Zeitpunkt etwas mehr als 80 Flugzeuge aktiv in der Flotte. Alles Großraumflugzeuge vom Typ Boeing 747 oder 767. Diese verchartern sie dann an große Kunden auf der ganzen Welt. Das alles mit Besatzung und dem dazugehörigen Service. Und damit werden dann je nach Auftragslage über 400 Ziele in mehr als 120 Ländern angeflogen. Ein großer Kunde zum aktuellen Zeitpunkt und das auch schon wieder seit einigen Jahren ist Amazon Air bzw. Amazon Prime Air. Das ist eine sogenannte virtuelle Fluggesellschaft, bei der sich das Unternehmen Frachtflugzeuge vom Typ Boeing 767 von verschiedenen Charterfluggesellschaften ranholt, diese dann langfristig anmietet und von den jeweiligen Carriern betreiben lässt. Im Falle der Atlas Air sind das mittlerweile über 20 Flugzeuge vom Typ Boeing 767-300 in der Frachtversion bzw. waren das mal Passagierflugzeuge, die dann zu Frachtmaschinen umgerüstet wurden. Teilweise tragen diese Flugzeuge auch eine Prime Air Bemalung von Amazon und sind mit Winglets ausgestattet. Und um genau so eine Boeing 767 handelt es sich auch bei der gestern verunglückten Maschine. Das Flugzeug mit der Registrierung November 1217 Alpha ist eine 1992 erstmals ausgelieferte Boeing 767-300. Die war dann erst in China unterwegs als Passagierflugzeug, flog dann bei LAN in Chile bzw. dann in Argentinien. Dort wurde das Flugzeug dann mit Winglets ausgestattet, kam wenig später zur Atlas Air, wurde 2016 zu einem Frachter umgerüstet und seit April 2017 war das Flugzeug dann in Diensten der Amazon Air in den USA unterwegs. Gestern Mittag sollte das Flugzeug dann von Miami aus nach Houston in Texas fliegen. Das ist eine Strecke, die jeden Tag von Amazon Air bzw. Atlas Air im Dienste der Amazon Air betrieben wird. Dafür braucht die 767 etwa 2 Stunden 20 Minuten, mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger. Und nach aktuellem Kenntnisstand gab es zumindest beim Start in Miami keine Abnormalitäten oder leicht erkennbaren Dinge, die den reibungslosen Ablauf des Fluges da schon hätten gefährden können. Die Maschine befand sich dann nach etwa 2 Stunden Flugzeit im Anflug auf den texanischen Flughafen. Wie gesagt, das Wetter in Houston, kein wirklich schönes Wetter, aber nichts, was in irgendeiner Form, zumindest von außen betrachtet, etwas Besonderes wäre bzw. hätte gefährlich werden können. Die drei Piloten an Bord funkten ganz normal mit dem für sie zuständigen Lotsen zu diesem Zeitpunkt und auch da gab es nichts, was auf irgendwelche technischen oder anderweitigen Probleme hätte hindeuten können. Mittlerweile war das Flugzeug auf eine Höhe von etwa 7000 Fuß, also etwas mehr als 2100 Meter gesunken. Das alles bis zu dem Zeitpunkt mit ganz normalen Geschwindigkeiten und ganz normalen Sinkraten. Zumindest lässt sich das so aus den groben Daten rauslesen, die im Internet über so einen Flug dann verfügbar sind. Kurz danach verlor man den Funk- und Radarkontakt zur Boeing 767. Der Lotse hatte die Maschine jetzt also nicht mehr auf dem Radarschirm drauf und auch auf mehrere Anfragen des Lotsen in den nächsten 7 Minuten wurde nicht mehr reagiert. Die Maschine war da nämlich schon abgestürzt. Wrackteile fand man dann in der sogenannten Trinity Bay im Wasser. Der Absturzort befindet sich also etwa 30 Meilen südöstlich des Zielflughafens. Augenzeugen wollen dort gesehen haben, wie die Maschine mit der Nase voran abgestürzt ist. Die Trümmerteile verteilen sich über eine Strecke von etwa 4,5 Kilometern und hier war von Anfang an natürlich recht schnell klar, dass das wahrscheinlich niemand der drei Personen an Bord überlebt haben könnte. Heute hat man bereits einen Toten gefunden. Das Wasser ist an dieser Stelle nicht sonderlich tief, höchstens mal etwas mehr als einen Meter. Dafür ist das ganze Gebiet aber recht schlammig, was die Suche nach dem Stimmenrekorder und die Suche nach dem Flugdatenschreiber zwar erschweren, aber nicht unmöglich machen sollte. Das hat jetzt natürlich eine ganz hohe Priorität, genauso wie das Finden der beiden verbleibenden Opfer. Aus den groben Daten, die sich jetzt im Internet zum gestrigen Flug finden lassen, da lässt sich nicht wirklich was rauslesen oder nicht mal wirklich was vermuten. Da lässt sich nur erkennen, dass wohl die letzten 1500 Höhenmeter ungefähr recht zügig zurückgelegt wurden. Ansonsten sorgt das natürlich für wahnsinnig viele Spekulationen im Internet. Es geht davon plötzlichen Ruderausschlägen über Microburst, über Eiskristallen in den Treibstoffleitungen, so wie es mal bei einer British Airways 777 im Jahr 2008 im Anflug auf London Heathrow der Fall war. So geht das dann weiter bis zum Anflug verrutschter Fracht und so weiter. Ihr merkt schon, man weiß es zum aktuellen Zeitpunkt einfach noch nicht. Der US-Flugzeughersteller Boeing arbeitet da jetzt natürlich schon sehr eng mit der Flugunfallbehörde der USA, mit der NTSB zusammen, um da die Ursache möglichst schnell zu klären. Boeing baut diesen Flugzeugtypen, die 767-300 in der Frachtversion ja auch heute immer noch in nahezu unveränderter Form, was das Interesse an einer schnellstmöglichen Aufklärung nochmal steigern dürfte. Wichtige und vielleicht sogar aufklärende Informationen wird dann höchstwahrscheinlich schon bald der Stimmenrekorder bzw. der Flugdatenschreiber liefern. Gut möglich, dass die Piloten der 767 hier plötzlich vor ein großes, vielleicht sogar unlösbares Problem gestellt wurden.
Das zu beurteilen und zu klären ist jetzt aber mit nicht vorhandenen Daten nicht unsere Aufgabe und das geht auch gar nicht. Und deswegen waren das jetzt die wichtigen Informationen zum Absturz, die es aktuell schon gibt. Alles Weitere besprechen wir ausführlich dann, wenn man mehr weiß. Ansonsten soll es das heute gewesen sein. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es waren ein paar interessante Informationen dabei. Ich wünsche euch allen noch einen entspannten Sonntag und dann sehen wir uns hoffentlich morgen bei einem neuen Video wieder. Bis dahin, lasst es euch gut gehen und tschüss.